Donnerstag. Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur Höffi Show. Und heute lohnt es sich ganz besonders, wenn Sie vielleicht so ein bisschen ein Morgenmuffel sind. Ich bin das zumindest, denn ich brauche dringend morgens einen Kaffee. Und wir haben heute eine richtig coole Kaffeemaschine von Smack, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Und ich freue mich auch sehr, dass Thomas heute da ist, Produktexperte. Und du bist extra aus Lichtenberg heute gekommen. Genau, ich bin extra heute da, um hier diese schöne Farbvariation an Smack Espresso bzw. Kaffeemaschinen zu zeigen. Mhm. Und bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Super. Trinkst du auch gerne Kaffee? Selbstverständlich, sonst würde ich es nicht gerne erklären. Und brauchst du den auch früh? Ganz ich brauche morgens auf alle Fälle immer einen Kaffee und da ist auch ein richtig guter sehr, sehr wichtig. Absolut. So geht es mir auch, weil sonst komme ich gar nicht aus dem Bett. Und fangen wir doch gleich mal hier mit dieser tollen Variante an. Also wir haben vier Farben, das können Sie ganz gut sehen. Einmal schwarz, dann hier die cremefarbene, das ist ein Pastellblau. Genau. Ne? Und hinten in Rot, also alles wirklich richtig coole Farben. Und ich würde mal sagen, wir stehen hier so schön nah an der cremefarbenen ran. Und Thomas, ja, erklär mal so ein bisschen was über die Maschine. Was kann sie besonders gut? Was kann ich damit machen? Also die Maschine ist an sich wirklich erstmal so ein kleiner optischer Hingucker. Man hat ja hier wirklich sehr, sehr viele schöne Edelstahlobjekte mit eingebaut. Mhm. Das Ganze hat hier vorne auch einen verchromten Spiegel, sodass man dann auch immer sich selber morgens so ein bisschen sehen kann. Oder auch wie viel Kaffee man dann doch noch braucht. Ansonsten, die Kaffeemaschine hat so ein paar besondere Extras. Man kann Eintassenbetrieb nutzen oder auch Zweitassenbetrieb. Moment, das musst du mir genauer erklären. Was heißt das genau? Ja, wir haben hier ja jetzt oben einmal die eine Tasse drauf als Knopf und einmal die zwei Tassen. Mhm. Bin ich morgens allein und möchte mir jetzt nur einen Kaffee machen, dann nutze ich natürlich den Eintassenbetrieb. Mhm. Habe ich jetzt eine Person dabei und möchte gleich zwei Kaffee in einem machen, nutze ich den Zweitassenbetrieb. Ah, okay. Das heißt, ich kann auch beide Tassen dann einfach dort unten hinstellen. Genau. Du kannst dann natürlich zwei Tassen unten positionieren und dann gleich für zwei Personen einen Kaffee aufmachen. Ah, okay. Perfekt. Ich trinke meinen Kaffee ganz gerne schwarz, aber ich habe auch viele Freunde, die mögen natürlich die ganzen tollen Latte-Kaffees, ne? Also mit Cappuccino und so weiter. Wir haben hier, sehe ich ein Häbelchen. Kann ich hier mit Milchschaum auch machen? Ja, selbstverständlich. Mhm. Wir befüllen das Ganze dann nochmal mit Milch. Mhm. Wir können hier den Arretierungshebel lösen und dann das Ganze ein Stück vor- oder zurück bewegen, setzen die Düse unter die Tasse und kann dann damit auch eine schöne Milchkaffee oder Latte Macchiato zaubern. Super lecker. Was mir besonders gefällt, ist natürlich einmal dieses Retro-Design. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Aber ich kann mir die Maschine auch wirklich gut unter diesen Hängeschränken vorstellen, weil sie auch einfach nicht so tief ist. Was sind das, ungefähr 30 cm, oder? Das sind, um genau zu sein, 33 cm in der Tiefe. Ist natürlich optimal kompakt und klein. Ja. Kann man in jeder Küche optimal einbringen und auch gerade durch dieses Retro-Design, wie du es gerade gesagt hast, und die bunten Farben, hat man da natürlich einen richtigen Eyecatcher in der Küche. Absolut, also sieht super schick aus, die braucht man wirklich gar nicht verstecken. So, dann ist es ja bei einigen Kaffeemaschinen ein bisschen schwierig mit dem Wasser nachfüllen. Was muss ich da, Decke hochschieben, drücken? Aber auch das ist ganz einfach, ne? Thomas, ich mache einfach nur hier diese Abdeckung nach oben. Genau, wir entfernen den Deckel, wie du es gerade schon gemacht hast. Und damit man sich auch den Weg sparen kann, löst man einfach hier dieses Element, nimmt es raus und kann das mit Wasser befüllen. Dann setze ich das ganz einfach hier wieder hinein. Einfach ordentlich am Rücken ran. Perfekt, und dann, bis es einrastet. Genau. Und den Deckel ganz einfach hier wieder drauf. Fertig. So, Thomas, wie bereite ich denn den Kaffee zu? Hier gibt es ja noch unterschiedliche Utensilien. Ich denke mal, das ist einfach für mein Kaffeepulver, dass ich das ordentlich reinfüllen kann. Und kannst du diesen Aufsatz vielleicht einfach mal einsetzen, damit unsere Zuschauer sehen, wie das funktioniert? Genau. Nachdem du das Ganze mit dem Kaffee, wie du schon gezeigt hast, mit dem Löffel befüllt hast, setzt du es hier unten einfach ordentlich ran, machst eine Drehbewegung und schon ist das Ding fest und der Kaffee kann durchlaufen. Wie nennt man das genau? Die Brüheinheit? Genau, wir haben das extra Siebelement, wo man dann die ganzen unterschiedlichen Siebeinheiten draufsetzen kann und hat dann so gesehen den Barista-Elementbereich, dass man ransetzt, zudreht und befestigt. Jetzt hast du gesagt, wir haben drei Aufsätze. Genau. Einer ist ja schon drin. Wofür ist das gedacht, wenn ich ein bisschen weniger Kaffee oder schwächeren Kaffee haben möchte? Das ist auch, man sieht ja, man hat unterschiedliche Grobeinheiten, wie das Ganze hier durchgestanzt wurde. Dadurch können wir dann auch gucken, möchte ich eher einen starken Kaffee trinken, trinke ich es eher ein bisschen gröber, feiner. Damit kann ich das Ganze dann auch einstellen. Nehme ich zum Beispiel zwei Tassen, empfiehlt sich natürlich auch, das etwas gröbere zu nehmen, damit nicht zu viel Kaffeesaat durchkommt. Cool, also Thomas, wir haben ja, wenn ich das richtig sehe, auch wirklich eine Profi-Kaffeemaschine da. Und wenn ich den Kaffee zubereite, ist es ja wie in meinem Coffeeshop. Ja, das ist auch wirklich richtig wie im Coffeeshop, aber natürlich sehr leicht gehalten, kompakt und klein. Dann kannst du auch so gesehen zu Hause den Kaffee wie in einem richtigen Espresso-Shop oder auch Coffeeshop zubereiten und hast die optimale Grobheit
Part und Stärke des Kaffees eingestellt, wie du es haben möchtest. Toll. Ich liebe Kaffee. Ich beschäftige mich auch ganz oft mit Kaffee und weiß zum Beispiel, dass der Mahlgrad sehr besonders wichtig ist. Natürlich auch die Wassertemperatur. Und ich weiß aber auch, dass der Druck sehr wichtig ist. Also mit welchem Druck, mit wie viel Bar der Kaffee sozusagen durch die Brüheinheit läuft. Von was sprechen wir? Wie viel Bar? Wir haben hier bei der Maschine insgesamt 15 Bar, was natürlich sehr, sehr ordentlich ist für so eine kleine Maschine. Absolut. Und erreichen damit halt auch wirklich, wie vorhin schon gesagt, richtige Barista-Qualität und haben dann den optimalen und leckeren Kaffee zu Hause. Liebe Zuschauer, Sie können die Smack Retro Kaffeemaschine natürlich bei Höffner im Möbelhause kaufen. Vielleicht treffen Sie auch auf Thomas, vielleicht ist er gerade da. Sie können natürlich auch online bestellen oder Sie rufen einfach in der Hotline an. Und wir geben jetzt noch einen kleinen Moment Zeit, sich die Smack Kaffeemaschine etwas genauer anzuschauen. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Der Thomas war so nett und hat mir auch einen Kaffee gemacht, weil ich trinke ja so gerne Kaffee. Und wie Sie ja sehen, ich liebe natürlich meine Höffi-Show-Tassen und die haben bei dem einfachen Aufsatz nicht runtergepasst. Aber wir können hier einfach einen tieferen Aufsatz zaubern, indem wir das obere Teil, vielleicht kannst du es mal ganz kurz zeigen, abnehmen können. Das kannst du ganz leicht drauf. Und genau, weil so passt die Tasse nicht runter und dann nimmt man das einfach ab. Vielleicht kannst du es nochmal zeigen. Ganz leicht. Genau, so. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Und schon kann ich meinen Kaffee auch aus meiner Höffi-Show-Tasse trinken. Mmh, super lecker. Also so werde ich gerne früh wach. Ja, liebe Zuschauer, diese tolle Smack Retro Kaffeemaschine gibt es natürlich auch zu einem absoluten Mega-Knaller-Preis und zwar nur für eine Woche. Und wie lautet denn der Preis? Nur 299 Euro, genau für eine Woche, wie du es gerade gesagt hast. 299 Euro können Sie diese tolle Smack Kaffeemaschine mit nach Hause nehmen. Wie gesagt, sehr gerne bei Höffner in einem Möbelhaus in Ihrer Nähe oder Sie rufen die Hotline an oder Sie schauen einfach im Internet nach. Und wir beide fassen nochmal ganz kurz die Highlights für Sie zusammen. Diese tolle Smack Retro Kaffeemaschine gibt es jetzt für eine Woche zu einem Knallerpreis von 299 Euro. Also greifen Sie unbedingt zu in den tollen Farben Rot, Pastellblau. Hier so ein bisschen mein Liebling, die Cremefarbe und halt natürlich auch im stylischen und schicken Schwarz. Wir können ein oder zwei Kaffeetassen damit brühen, richtig? Richtig. Wie wir vorhin das auch schon schön gezeigt hatten, kann man dort immer ein oder zwei Tassen brühen. Mhm. Man kann auch mal eine größere Tasse drunter stellen, wie in dem Fall unsere schöne Höffi-Show-Tasse. Genau. Man stellt das Ganze hier einfach easy drunter, nimmt die Tasse wieder raus oder macht sich natürlich einen schönen Latte Macchiato, wie vorhin auch schön erzählt. Und hat natürlich hier optimal leicht zu bedienende Elementare in dem Gerät und kann damit optimal arbeiten. Absolut. Schick in Kunststoff und auch in Edelstahl, also passt wirklich prima in die Küche rein. Und was mir ganz gut gefällt, sie ist nicht so tief, das sind 33 cm, hast du gesagt. Passt also wirklich überall hin und ich finde es auch ein absoluter Eyecatcher. So, ich schnappe mir wieder meine Höffi-Show-Tasse. Wir trinken noch ein bisschen Kaffee. Genau. Schön, dass du heute da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich so ein bisschen unterstützt hast. Und wir, liebe Zuschauer, wir sehen uns auch bald wieder. Spätestens nächsten Montag, denn Montag ist Montag. Es gibt wieder viele tolle Produkte von Höffner zu absoluten Knallerpreisen und ich freue mich sehr, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.